Hallo ihr Lieben, mein Name ist Birgit, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Von mir gibt es heute das Update für das 10x10 Projekt. Ich liebe dieses Projekt, ja, ich weiß, es wird nicht so gern geguckt, aber ich finde, es ist einfach ein schönes Spiel, um die Sachen mal alle auszuprobieren. Und ja, manchmal hat man auch die ein oder andere Offenbarung, auch heute wieder. Ja, genau, und ich zeige euch mal, was ich so wie benutzt habe. Also es geht los mit dem Kiko Eyeshadow Stick. Den hatte ich mir letztens, also der ist noch nicht so alt, habe ich mir erst gekauft, noch wenig benutzt. Und ich muss sagen, ich mag den total. Der ist also so ein ganz dunkles Anthrazit. Habe den auch heute auf den Augen. Ich finde den sehr schön. Habe ich 10-mal benutzt. Jetzt, den hatte ich mit übernommen vom letzten Mal von, ich weiß gar nicht, 5-mal glaube ich. Habe ich heute das 10. Mal verwendet. Ja. Also, er ist halt sehr rauchig und das kann man nicht immer nehmen, aber heute ging es mal wieder und ich bin in letzter Zeit auch nicht so viel unterwegs gewesen mit großem Make-up, aber heute habe ich ihn verwendet. 10-mal war keine große Sache, mag ich auf jeden Fall und bleibt. Dann das zweite war der Kajal von Trend It Up. Das war der hier, der war mal in irgendeinem Adventskalender, würde ich behaupten. Oder ich weiß gar nicht, wo ich den her habe. Der ist schön schwarz. Ich finde den schön. Ich mag den auch von der Formulierung her. Ja, aber ich bin kein typischer Kajalträger, ne? Also ich habe ihn jetzt heute auch wieder unten hin verwendet. Ich habe ihn 10-mal benutzt. Auch den hatte ich schon vom vorletzten Mal übernommen. Mit 4, glaube ich. Und ja, ich weiß, ich brauche mir auf jeden Fall keine Kajalstifte kaufen, weil ich verwende die so wenig. Und ich brauche das eigentlich im normalen Leben auch nicht. Kann man mal machen, muss ich nicht haben. Also, aber der wird auch bleiben. Weil er mir von der Formulierung her auch gut gefällt. Und wenn ich den mal einen brauche, dann werde ich den verwenden. Genau, und dann ging es weiter mit den neuen Sachen. Das dritte war, so, vielleicht gerade noch dazu sagen, der Kiko Eyeshadow Stick stand für schwarze Verpackung oder schwarzes Produkt. Und der Kajal stand für einen Klassiker. Genau. Weiter geht's mit überteuert. Überteuert habe ich mich für die L'Oreal Foundation entschieden von Age Perfect. Die ist jetzt nicht so teuer, aber sie ist mir ihr Geld nicht wert. Und ich muss sagen, bei der habe ich jetzt die Waffen gestrichen. Ich habe die 5-mal benutzt und jetzt fliegt die raus. Ich werde die auch nicht weiter verwenden. Die geht in den Müll. Die ist mir zu trocken, die ist mir zu dunkel. Da kommen mehrere Sachen zusammen. Ich kann die nur schlecht aufbrauchen. Es gibt viel, viel bessere Sachen in meinem Schrank, die vielleicht kaputt gehen würden, wenn ich die da weiter verwende. Ja, ich habe sie gut verwendet. Aber wie gesagt, die fliegt auf jeden Fall raus. Dann die Nummer 4 war ein Lip Balm oder Stift. Und da habe ich mich für den Vivaldi Lippenstift entschieden. Das war der hier. Sieht man die Farbe eher nicht, ne? Das ist, ich weiß gar nicht, den habe ich schon länger, verwende den wenig, weil es eigentlich ja nicht so meine Farbe, beziehungsweise, also er ist mir ein bisschen zu rosa. Und ich bin so ein klassischer Lippenstift-Typ oder ich mag gerne Lipglosse, ne? Aber er hat mir ganz gut gefallen. Ich habe ihn 10-mal verwendet, war kein großes Problem. Und er darf natürlich auch bleiben. Etwas, was gut duftet, da habe ich mich für einen Essence-Lipgloss entschieden, weil ich diese Reihe total gerne mag. Ich meine, die geht jetzt, glaube ich, raus. Wenn er runtergelaufen ist, sieht man auch, dass ich ihn schon gut benutzt habe. Ich habe diesen lila-bläulichen genommen gehabt, also ausgewählt. Ich habe aber mehrere davon. Der ist halt so. Und ich mag das einfach auch über die normalen Lippenstifte nochmal drüber zu geben. Auch heute habe ich den verwendet, ne? Mag ich gerne, habe ich kein Thema gehabt, ging ohne Probleme 10-mal. So, weiter ging es mit dem Puderprodukt. Hier habe ich das Essence Lidschatten Trio, eigentlich war es ein Quattro, die 03 To Die For verwendet. Das ist also schon wirklich alt. Das ist eins meiner ältesten, was ich noch habe. Und ich möchte ja gerne die eine Farbe noch aufbrauchen dieses Jahr. Aber ich sehe schwarz. Ich glaube, das wird nichts. Ich habe
Vor allem halt die helle genommen und diese braune, die geht auch bei mir so ein bisschen als Puder für die Augenbrauen. Mal gucken, ob ich die noch irgendwie aufgebraucht bekomme. Vielleicht, ja, ich mag es noch nicht wegwerfen, aber eigentlich müsste ich es in den Müll werfen. Es ist wirklich alt. Aber es tut noch seinen Dienst. Warum wegwerfen, ne? Also 10-mal verwendet war kein Problem. Die 7 war gute Erinnerung verbinden. Da habe ich mich für einen Catrice Prismachrome 60 entschieden. Und das war der hier. Den habe ich im Urlaub gekauft. Es ist relativ dunkel. Oder er ist relativ dunkel. Ich hoffe, ihr hört die Katze nicht schreien. Die beschwert sich, weil die Tür ist zu. Ich finde ihn aber auf den Lippen gar nicht so dunkel, weil der ist so ein bisschen schier. Wie gesagt, ich habe ihn auch heute drauf und den Essens dann drüber, dass das Ganze noch so ein bisschen Schimmer bekommt. Ja, gefällt mir gut. Bei dem hatte ich jetzt das Problem, dass ich ihn in eine Handtasche gepackt hatte und habe ihn nicht mehr gefunden. Ne? Ich habe ihn jetzt 5-mal verwendet und der bleibt im Spiel. Aber eigentlich wäre es sonst wahrscheinlich kein Thema gewesen. Wobei, im normalen Leben ist er mir vielleicht auch ein Tick zu dunkel. So, ausgelistet. Hier habe ich mich für den Essence Glitter in the Air Stick entschieden, weil das, glaube ich, der Limited Edition war. Genau, die hatte ich getauscht in einem Tauschpaket mit der lieben Sophie. Ich verlinke euch gerne das Paket nochmal hier oben. Das ist eigentlich so ein braun. Stift, wobei ich mich frage, wer soll das für die Brauen nehmen? Ne, das ist viel zu dick und es ist auch kein Spitzer dabei. Ich nehme den als Konturstift. Das funktioniert bei mir super und hat mich total auf den Geschmack gebracht. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich den leer habe, schauen, ob ich einen schönen Konturstift finde, der schön aschig ist. Ne? Wenn ihr da eine Idee habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, also war kein Problem. Ich habe den 10-mal verwendet und werde den auf jeden Fall auch aufbrauchen. Dann Frühling. Erinnert an den Frühling. Und hier habe ich die Fab Factory Sparkle Palette genommen. Die war ganz neu. Die habe ich jetzt auch das erste Mal verwendet in der Zeit. Das ist eine Palette vom Action. Habe ich schon eine Weile hier. Und ich muss sagen, sie ist wirklich knallig. Sie glitzert im wahrsten Sinne des Wortes. Also Sparkle ist wirklich Programm. Und ich habe vor allem, also ich habe den und ich glaube den hier, den auch, den rosanen, natürlich den braunen, den hellen, den dunklen und den da unten verwendet. Das dürfte es ungefähr gewesen sein. So zu die Hälfte bis zu 2/3, sage ich mal, habe ich ausprobiert. Ist eine schöne Palette, fast ein bisschen zu stark für mich, aber ja, sie hat mir trotzdem gut gefallen. Also ging gut. 10-mal verwendet. So, dann das 10. Produkt war das 5. Produkt meiner 4. Kategorie und da habe ich die Kategorie Face-Produkte gehabt und als 5. Produkt war ein Highlighter von Physicians Formula. Sagt man das so? Ja, ich glaube, so heißt es. Und den musste ich leider umfüllen. Der ist mir aus dem Pfännchen gebrochen. Und ich habe den jetzt hier in so ein Glas rein. Muss ich noch ein bisschen kleiner stoßen. Ich nehme eigentlich immer nur vom Deckel das Produkt ab. Ja, mal sehen, ne? Also ich bin kein Freund von kaputten Verpackungen und kaputten Sachen. Also das muss ich sagen. Aber an sich gefällt er mir ganz gut. Er ist ein bisschen weiß. Aber ich habe ihn ohne Probleme 10-mal verwendet bekommen. Und genau, das war mein 10. Produkt. Der darf erstmal noch bleiben, weil ansonsten landet er im Müll. Ne? Das wäre ja irgendwie auch ein bisschen schade drum. Die schnuppern auch ganz gut, oder? Das sind doch die. Ja, die riechen so ein bisschen kokosnussmäßig. Genau. Ich hoffe, ihr stört euch nicht an meinen nassen Haaren. Ich war im Bad. Und die sind noch nicht trocken. Ich lasse die immer gern so ein Stück Luft trocknen. Aber ich möchte jetzt auch endlich abdrehen. So, und das waren jetzt alle 10 Produkte und jetzt kommen die neuen. So, weiter geht's mit den neuen Produkten. Ich generiere mal. Die Nummer 9. 9 ist ein Highlighter. Sorry, wenn das Licht jetzt etwas anders ist. Ich habe eine kleine Pause machen müssen. Das zweite Teil, die Nummer 9, Highlighter. Hier habe ich mich für meinen neuen von Essence entschieden. Das war der hier mit der schönen Muschel drauf.
Der gefällt mir total gut und ja, ich bin mega gespannt, wie sich der so auf dem Gesicht macht. Ich weiß nicht, sieht man was? Also das werde ich jetzt auf jeden Fall mal ausprobieren. Ah, jetzt sieht man es, ne? Genau. Ist doch schön. Also ja, da freue ich mich, dass ich den mal testen kann jetzt gleich. Die 51. 2020 gekauft. Dann die Nummer 51. 2020 gekauft. Hier habe ich mich für einen Lippenstift von L'Oréal entschieden. Und zwar diesen hier mit dem Eiffelturm drauf. Das ist die Nummer 214. Ich glaube, der könnte ja, eine ganz schöne Ergänzung zu dem anderen sein. Der ist nämlich etwas größer, ne? Genau. Und ja, ich bin an sich nicht so der Lippenstift-Fan von L'Oréal, weil ich den Duft nicht so mag. Aber ich habe ihn, glaube ich, schon ganz gut verwendet. Ne? Ich meine, man sieht es. Ja, naja, gut. Geht schon mehr, ne? Aber schauen wir mal. Also das war die Nummer 3 jetzt. Die 42. Glitzer. Glitzer ist immer gut. Weiter geht's mit der 42. Und zwar ist das Thema Glitzer. Und da habe ich mich für Rival Loves Me Holy Grails von Maxim entschieden. Und zwar habe ich diesen hellen roséfarbenen, ja, Flüssig-Eyeliner, Eyeshadow, den habe ich noch gar nicht so getestet. Bin ich sehr gespannt. Ja. Ob das was für mich ist, weiß ich nicht. Ich bin mit Flüssig-Eyeshadow noch nicht so richtig warm geworden, ehrlich gesagt. Aber ich werde ihn auf jeden Fall mal ausprobieren. Die 33. Eine schöne Verpackung. Ich liebe schöne Verpackungen. Das sollte also kein Problem sein, ne? Die Nummer 5. 33. Schöne Verpackung. Hier habe ich was genommen, was ich sehr gerne mag. Und zwar die Tarte in Plum. Das ist so eine meiner liebsten Lidschattenpaletten und auch eine meiner meistgenutzten. Also, ich weiß nicht, ob man es sieht. Bei mir kommt die schon ganz schön gut zum Zug. Ja, ist nudig und wenn es sitzen muss, nehme ich die. Also, da freue ich mich schon sehr drauf. Das dürfte kein Problem sein. Die 56. 56. Etwas, das dich an dein Sternzeichen erinnert. Mein Sternzeichen ist Widder. Da muss ich mal gucken. Ah ja, da fällt mir eigentlich nur eins ein. Ja, schauen wir mal. Dann geht es weiter mit der Nummer 6. Die 56 erinnert an Sternzeichen. Mein Sternzeichen ist Widder, ne? Und ja, ich habe nichts, was an mein Sternzeichen erinnert, aber ich habe die Zodiac-Palette. Und die Zodiac-Palette steht natürlich für Sternzeichen. Ja, da bin ich jetzt gespannt, weil eine zweite Lidschattenpalette ist schon immer ein bisschen schwierig, aber es ist halt auch was ganz anderes als die Natural, die Nudige, die ich jetzt schon hatte. Ne? Also, die ist doch sehr natürlich. Und die ist natürlich überhaupt nicht natürlich. Also, ja, schauen wir mal. Also da, ich habe die schon mal eine Weile getestet, also es ging. Und es sind schon Töne drin, die echt schön sind. Ich mag die total. Also ja, mal gucken. Vielleicht so als Lidstrich und als Highlight, also auf dem Auge, ne? Ja, mal gucken. Wie gesagt, da bin ich selbst gespannt. Die 72, ein Produkt, das dich hübsch fühlen lässt. Naja, das sollten eigentlich die meisten, ne? Aber gut. Schauen wir mal. Die Nummer 7, die 72, Produkt, was dich hübsch fühlen lässt. Und da habe ich überlegt, was nimmst du da? Weil es wäre jetzt zum einen die Tatelette gewesen, die einfach immer sitzt. Und was ich aber auch sehr gerne benutze, ist von Essence diesen ja, Lipgloss. Der ist so meine Lippenfarbe quasi verstärkend. Und den nehme ich ganz gerne, wenn
Ja, wenn ich nicht so auffallen will, sondern das Ganze nur ein bisschen unterstreichen sozusagen. Na, ihr wisst, was ich meine. Ja, also da bin ich auch mal gespannt, aber das wird sicherlich kein Problem werden. Die 38. Die 38 ist ein Geschenk. Dann die 38, ein Geschenk. Ein Geschenk habe ich. Ich habe eigentlich wenig Geschenke in Richtung Make-up. Ich bin in einem Männerhaushalt. Da gibt es eigentlich kein Make-up für meine Männer. Die benutzen sowas ja nicht und die haben da auch nicht so den Sinn dafür. Jetzt habe ich hier irgendwann mal eine Beigabe gehabt in einer Rossmann-Bestellung. Und zwar war das dieser holographische. Ja, Lidschattenstift. Ich habe noch nicht so richtig die Lösung, was ich mit dem Teil mache. So sorry, mein Akku war leer. Also, ich habe den schon eine Weile, aber ich weiß nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Ich will mal gucken, ob ich den irgendwie benutzen kann. Ich muss einen spitzen, ne? Eindeutig. Ja, also da schauen wir mal, was das wird. Weiß ich noch nicht, ob das was wird. Die 57. Ein alter Favorit. Die 57, ein alter Favorit. Ein alter Favorit, hier habe ich mich für den Manhattan Soft Powder entschieden. Das ist jetzt die Nummer 1. Ich habe auch die 0. Die 0 war auch schon mal im Spiel. Jetzt habe ich die 1 ausgewählt, weil, ja, gut benutzt. Ihr seht, ich nehme es gerne. Also insofern wahrscheinlich kein Problem. Und last but not least die 75. Schwarze Verpackung oder Produkt. Und die 10 ist die 75, eine schwarze Verpackung. Hier habe ich mich für den Max Factor 2000 Calorie Waterproof Mascara entschieden. Und den habe ich jetzt gerade erst neu aufgemacht. Aber es ist ein alter Favorit, denn ich habe den nachgekauft. Ich hatte den schon zweimal, glaube ich. Finde ich ganz gut. Momentan ist er mir schon fast ein bisschen wenig. Ich weiß auch nicht, bin ein bisschen verwöhnt in der letzten Zeit. Aber ich denke mal, er hat mich sonst immer überzeugt, das wird er auch diesmal tun. Vielleicht brauchen wir einfach ein bisschen, wir beide. Genau, und das ist jetzt meine Nummer 10. Und dann liegt natürlich im Spiel noch dieser Prisma Chrome von Catrice. Das stand damals für gute Erinnerungen. Ja, genau. Und das ist jetzt der zweite Lippenstift. Ne? Ich kann schon wieder nicht mehr reden. Der zweite Lippenstift. Ich denke, der ergänzt es ganz gut. Insofern habe ich ein bisschen Auswahl. Und ja, den werde ich wahrscheinlich ohne Probleme voll machen, wenn ich ihn nicht wieder irgendwo in der Tasche vergesse. Genau. Und das sind jetzt die ganzen Produkte für die nächsten 4 Wochen. Schauen wir mal, wie es klappt. Und das war es jetzt auch heute von mir. Wenn ihr mitmacht, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es bei euch läuft. Ansonsten hoffe ich, es geht euch allen gut. Wünsche euch eine schöne Zeit. Wenn das Video vorher noch kommt, schaut nochmal in der Verlosung vorbei. Die läuft bis zum 20. Und ja, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Lasst es euch gut gehen und bis bald. Ciao!